Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Fallout. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist das die letzte Folge vor dem Stream, heute um 19 Uhr. Wenn du oder einen Freund suchst, bist du hier falsch. Wenn du einen Söldner suchst, dann können wir uns unterhalten. Ja, kann er mal, erzähl mal erstmal ein wenig über die Typen. Mag sein. Erzähl mir doch zuerst mal ein wenig über diese Typen. Zwei Vollpfosten, die Erfolgsleiter rauf wollen, indem sie auf dem Weg nach oben auf alle anderen treten. Ja, da sollte das man mal aufpassen. Sollte dich aber nicht überraschen. So ist das nun mal bei den Gunnern. Die trifft man nämlich auf dem Weg nach unten mal wieder. Selbst deshalb sollte man im Leben immer aufpassen, wie man die Leiter hochgeht. Ich habe noch nie von den Gunnern gehört. Wer sind die? Sie sind eine der größten Banden des Commonwealth. Haben einen Ruf als Verrückte. Du weißt schon, so neben der Spur, dass man sich für einen Kult halten könnte. Mhm. War eine Weile bei ihnen, weil das Geld stimmte. Aber ich passte nicht zu denen. Deswegen habe ich einen Schlussstrich gezogen und mich selbstständig gemacht. Da haben gemacht. Die natürlich ein Problem. Gut, wie steht es mit dir? Woher weiß ich, dass ich mir keine Kugel in den Rücken einfange? Puh, ich bin gerade rein. Bist du mal sagwürdig? Ich kann dir nur mein Wort geben und ein paar Kronkorken. Wenn meine Kronkorken nicht auf die als Antwort auf diese Frage helfen, kann ich sie auch jemand anders geben? Gar nichts. Das ist Teil des Risikos, nicht wahr? Gar nicht. Das ist Teil des Risikos, nicht wahr? Da kann man wohl nichts machen. Weißt du was? Der Preis ist 250 Kronkorken. Im Voraus. Und gefeilscht wird nicht. Was meinst du? Kann man falschen. Ein bisschen viel, ne? Man kann immer falschen. Wie wäre es mit 200? Hast du was an den Ohren? Ich hab dir doch gerade gesagt, dass nicht gefeilscht wird. Also, bist du dabei oder kann ich wieder weiter trinken? Kannst weiter trinken. Lass mich drüber nachdenken. Ist ja nicht so, dass das Taxameter schon läuft. Lass dir Zeit. Ich hab jede Menge. Ich wüsste jetzt gerade nicht genau, wofür ich einen Söldner bräuchte. Auch das ist etwas, wo... Ja, richtig schön mal. Wow, hier landet gerade ein Helikopter vor der Tür oder so. Wo ich hier richtig schön mal mich mit dem Chat kurz schließen könnte. Am Mittwochabend um 19 Uhr. Also heute. Ich wollte es nur mal so sagen. Habe ich das schon erwähnt? So, töte Kinder. Wo finde ich die Dame denn? Die Kinder. Wo ist sie denn? Ich hab doch da eine Quest. Da ist sie. Okay, dann gehen wir nochmal raus. Und dann wollen wir das mal gucken. Was ist das denn? Was ist das denn? Eine Nahkampfwaffe, oder? So eine Art Schlagring oder so? Na, doch. Und die Hand reinstecken vielleicht und dann irgendwie so hydraulisch. Sieht's aus. Mit dem Steinblock vorne dran. Wüsste nicht, wofür das sonst sein sollte. Hat was, aber ich bin ja nicht in dann darauf Stärke gehen müssen. Das wollte ich nicht. Okay, wow, aus irgendeinem Grund ruckelt das gerade richtig. Wirf alles, was du nicht mehr tragen kannst, in meine Richtung. Hab ich schon gemacht vor der Aufnahme, junger Mann. Okay, hier wird schon geschossen. Gucken wir nochmal in die Karte. Ich glaube, dass ich in die falsche Richtung laufe. Ja, ich muss in die Richtung, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Nee. Ich muss in die Richtung. Wo muss ich denn hin zum Geier? Aber gut, Neighborhood hat doch nur einen Ausgang oder hat das zwei Ausgänge? Hier ist Good Neighborhood. Die kennen da.
Es hat keinen zweiten Ausgang, oder? Dann laufen wir hier drumherum. Und ich würde sagen, hier rüber. Okay, ich höre Ghule. Ja, das ist aber richtig. Ich meine, ich habe einen Ghule gehört. Da muss ich hin. Das heißt, es ist unter mir, was? Oh oh. Nochmal lasse ich mich nicht vor so... Okay, das ist definitiv die falsche Richtung, die ich... Ah, okay. Das ist die Brücke, dann kommen wir hier runter. Und dann kommen wir hier direkt wieder zurück. Okay, wie auch immer Nick es geschafft hat, ja. Hier ist noch so ein Wohngebäude. Willkommen zu deinem letzten Gefecht. Mensch, wir spielen. Ach nein. Ich will hier nicht spielen. Irgendwo ist hier noch ein Supermutant. Geräusch. Wo ist er denn? Spielen vorbei. Meinst du, die sind jetzt endgültig weg? Nee, wo ist er denn? Da oben steht er. Okay, den können wir doch in den Arsch schießen. Ausputz erledigt. Den habe ich einfach runtergeschossen. Ist ja lustig. So, was hat er denn dabei hier? Ach ja, da geht's zu Kendra, alles klar. Was ist der Mutant hier nicht wiederkommt? Hier müssen wir rein. Da ist das. Dann gucken wir doch mal. Okay, Geschütztürme höre ich schon. Hey, ich glaube, da draußen ist wer. Level 14, 7. Ach, das ist cool. Boah, wo kam der denn her? Der stand plötzlich vor mir. Krass. Ah, aber hier, das ist Wahrnehmungsskill. Das ist cool, dann sehe ich das Level vorher. Das ist ja nett. Hast du das gehört? Ach, da hinten steht ja auch einer. Scheiße, was war das? Okay, alles klar. Ja, sie hoch. Noch kannst du weglaufen. Okay, dann muss ich irgendwie anders vorgehen. Das sah ja schlimm aus. Dann kann man ein gutes Foto vormachen. Was zum Teufel war das? Wer ist da? Ja, wenn es nicht anders geht. Ich halte irgendwie nichts aus, ne? Kann das sein, dass ich nichts aushalte?
nicht sterben! Zu deinem letzten Gefecht. Das muss heute nicht dein Todestag sein. Das war wohl der letzte. Außer sind's was anderes genommen, als ich wollte. Bleiverkleidet nehmen wir nochmal mit. Was hat sie denn dabei? Gelber Piloten. Scheiße, hab sie verloren. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Ich halte den Anzug wohl nicht so viel aus, was? Ah, ein Blutpaket. Mutterbeere, Bein. Na, eben schnell alles plündern hier, was wir mitnehmen können. Da können wir eine Mine mal draus bauen. Das Lunchpaket, das wäre vielleicht auch nicht so schlimm. Bogen dürfte es hier reichlich geben. Alles klar. Gehen wir nochmal weiter. Da habe ich das Gefühl, dass ich das in dieser Folge hier gar nicht leer kriegen werde. Oh, lecker. Da ist... No, doch, da ist was. Ach, die Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Eine Achterkugel und... Fleisch und Bohnen, das ist gut. Das können wir mitnehmen. Können wir auch mit. Dann... Okay, verbessertes Entsperren. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier länger dauern wird als die Folge hier. Geschafft. Ah, super. Messer, der Kombi. Die Tür, die ich mir auch wirklich schenken können, ne, oder? Du spielst hier mit dem falschen Zoll. 18. Level 18. Sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt... Irgendwas konnte ich jetzt nochmal skillen, was ich ganz gerne skillen wollte. Kenda ist irgendwo da oben. Aufpassen. Bestimmt noch Fallen und oder Geschütztürme. Oh, da ist ja schon einer. Ah, er hat ja nicht viel gemacht. Ah. Nehmen wir noch mit, die Splittermine. Oh, da ist noch eine. Krass. Ist ja alles ziemlich gut vermint hier, was? Ah, ich speichere nochmal, ich bin der Feige. Oder vorsichtig. Kendra. Sollte nicht lang dauern. Mach du mal. Et voilà. Okay. Fusionszelle, Vertrag. Shelly Tiller. Kann man sich den an? Kampfrüstung, die nehmen wir aber mal mit. Vielleicht ist die für irgendwas gut für uns. Dann haben wir das ja doch noch geschafft, ja? In der Folge, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Führung.
Das lohnt sich hier mal richtig. Ich muss mir nur in der Laborstation irgendwann mal anfangen, ein paar Sachen herzustellen. Habe ich bisher auch noch nicht so richtig genutzt. Was liegt denn hier? Okay. Ah, oh Mann, hier liegen überall Drogen rum. Unglaublich. Gut, dass die jetzt nicht mehr in falsche Hände. Sonst ist hier nichts. Gar nicht vorstellen. Darf auch wirklich mehr. Ja. Wir lassen die Visitenkarte hier mal bei ihr. Dann machen wir das Radio nochmal an. Und noch was Neues. Nein, es war nicht Bobby Nasenlos, der AJ und seine Leute erledigt hat. Es war Silver Shroud. Seht euch seine Visitenkarte an, wenn ihr es mir nicht glauben wollt. Es ist endlich soweit, liebe Zuhörer. Die Gerechtigkeit kommt nach God Neighbor. Ihr werdet sehen. Bin ganz Ohr. News Radio. Ich frag mich. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen. Er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute die Demaskierung des Mechanisten. Aha. Jetzt sag nicht, ich soll noch einen umbringen. Also wir hören damit jetzt auch irgendwie mal auf. Feuergrube erinnert mich an unser Abenteuer gegen den Zermalmer von Chelsea. Nicht wahr, Herrin? In der Tat, standhafter Shroud. Aber dieser missgestaltete Mörder war nur ein Mäuschen, verglichen mit der miesen Mentalität des Mechanismus. Hier ist nichts mehr. Miese Mentalität, ja? Nein, Herrin der Mysterien. Was du als böse siehst, ist in Wahrheit Erleuchtung. So, so. Ja, es kann aber nicht Sinn der Sache sein, dass ich jetzt immer wieder mit dem Silver Shroud, vielleicht muss ich das Kostüm auch gar nicht anziehen. Das ist, wenn man das macht, dann macht man das richtig. Würde ich mal so sehen, ne? Oder? Also da muss man auch die ganze Story mitspielen. Und aber ich kann jetzt nicht durch die Gegend laufen und immer Leute abknallen. Also so viel habe ich davon ja momentan auch nicht. Ich glaube, ich kriege ja auch nicht mal Erfahrungspunkte mehr mit. Nur, und vor allen Dingen kann ich nicht mal zu dem Google rein und mal Hallo sagen und sagen, ey, hast du noch mehr oder war es das jetzt mal? Das ist so, das macht mich ein bisschen unbeunruhigt. Nur ich, der Mechanist, verstehe wirklich das Übel der Menschheit. Das Fleisch ist schwach. Metall ist die Zukunft von Massachusetts. Die einzige Zukunft, die du hast, ist ein langer Schlaf in einem tiefen Loch, Mechanist. Für mich bist du nur ein zweitklassiger Gauner mit Größenwahn. Radio Trinity Tower Signal. Mit dieser billigen Verkleidung machst du niemandem etwas vor. Du bist so menschlich wie wir anderen auch. Standhafter Shroud, blicke gen Himmel und sieh. Unser neuer Freund, der Kopf des körperlosen Bots. Offenbar nagt er sich durch unsere Fesseln. Okay. Mechanist! Du mächtigen Roboter! Kennst du mich noch? Nein? War mir klar. Das ist ja das Problem. Du hast mich erschaffen, aber du hast mich nicht geliebt. Du hast niemand von uns geliebt, du selbstverliebter Vollpfosten. Ja, da. Und jetzt Nein. bezahlst du dafür. Kanada. Oh. Ihr seid Dummköpfe, allesamt. Zumindest sieht das verdammt nochmal danach aus. Vernichtet diese Eindringlinge. Okay, ein Stock höher ist einer. Die Roboter kommen näher. Von uns wurden sämtliche Waffen abgenommen. Also... Zeit für ein Handgemenge. Und für beeindruckend behende Beinarbeit. Hi-ja! Okay, wir hören uns da wirklich das Hörspiel an. Auf Befehl unseres Meisters, des Mechanisten, werden Sie jetzt vernichtet. Vernichtet. Und das war der letzte von denen. So, Mechaniste. Ist dieser üble Bösewicht denn hin? Level 14.
versuchen wir mal. Hey, silberner Goodmensch, ich bin. Bis dann, Kumpel. Du machst das schon, oder? Ich bin dein Auge am Himmel. Ich bin runtergefallen. Gut gemacht, kluger Kopf. Dank deiner endlich edlen Einstellung sind wir jetzt Verbündete. Silver Shroud, ihm nach. Ihm nach. Wo ist er denn hin? Der. Da ist er. Wirf alles, was du nicht mehr tragen kannst, in meine Richtung. Ja, das nehmen wir doch gerne mit hier. Aber jetzt setze ich eure eigene Waffe gegen euch ein. Ja, pass auf den. Silver Shroud, er hat deine Silberflinte. Hey. Komm, den würde ich gerne noch ein paar Sachen geben. Das hat er, Herrin. Das hat er. In Ordnung, Mechanist. Ich höre dir aufmerksam zu. Du bist am Zug. Schieß, wenn du dich traust. Wie lange habe ich auf diesen Augenblick gewartet, Lederrüstung. Wenn du und deine Hure Geschichte seid, kann das Zeitalter der Roboter wahrlich beginnen. Und jetzt stirb. Ja, richtig schönes altes 60er-Jahre-Hörspiel. Sehr nett. Aber ich kriege auch keine neue Aufgabe anscheinend. Die Kugeln, sie sind abgeprallt. Von deinem Kostüm quergeschlagen. Auf. Schön. Den Mechanisten. Ganz recht, Herrin. Was wäre ich bitte für ein Verbrechensbekämpfer, wenn ich nicht selbst... Ich spreche gerade mal extra weniger, damit ihr ein bisschen von dem Hörspiel mitkriegt. Die Silberwaffe des Silver Shroud. Kann dem Silver Shroud nichts anhaben. Das ist also das Ende. Ah. Ich wollte doch nur ein besseres Leben, ein besseres Commonwealth. Oh. Frei von Gezink. Armee-Munitionstasche? Komm ich da durch? Oh, nee, lass mich da doch durch. Jetzt kennen wir den Grund. Ich aber muss nicht jetzt doch den ganzen Weg hochgehen. Ja, standhafter Shroud. Demaskiere ihn und zeig uns den Menschen hinter dem Metall. Ja, höchste Zeit, dass wir die Wahrheit erfahren. Wer ist der Mechanist? Eben, wer ist es? Bei den Strahlen von Ra. Nimm die Maske der Mechanist ab. Ist niemand anderes als... Bürgermeister Murphy. Hey, natürlich. Der Bürgermeister. Jetzt ergibt alles einen Es ist Sinn. Immer der Bürgermeister. Mein Tod in dieser Gasse. Nur ein Trick. Das war nur einer meiner Roboter. Aber da ich tot war, konnten sie aus ihrem kleinen Hobby einen Vollzeitplan machen. Und die Immobiliendokumente. Nimm mal mit. Die maillierte Metallrüstung. Ein bösartiger Betrug. Alles nur, um uns auf die falsche Fährte zu locken. Ja, ein genialer Plan. Und ihr habt alles bin ich gemacht. Zum Geier? Aber was passiert jetzt? Ach, hier bin ich. Hier war noch die Ghule. Einen Arzt, einen Rettungswagen. Standhafter Schwert. War ich hier schon kann drin? Das sein? Ja, so kann der misanthropische Mechanist, ne? Tatsächlich nicht sein Ende erahnen? Und hier vorne, genau, hier ist die U-Bahn-Station wieder. Und der Schwan ist hier. Alles klar. So, ich würde sagen... Der Tod wird dich holen! Oh, langsam geht mir das ein bisschen auf den Sack, das Radio. Das machen wir jetzt ab. Optional. Töte Shelley Tiller. Okay, optional ist das. Kann man machen? Das leuchtende Meer. Finde Virgil im leuchtenden Meer. So, ich werde die Folge jetzt beenden, aber ich will mal eben nochmal jetzt schon gucken, wo wir zum leuchtenden Meer hinkommen. Okay, das ist das leuchtende Meer. Das ist in der Nähe der Finch Farm. Könnte ich denn zur Finch Farm? Nee, die habe ich noch nicht entdeckt. Den habe ich auch noch nicht entdeckt. Das heißt, wir haben einen ziemlich weiten Fußweg vor uns. Wir haben einen verdammt weiten Fußweg vor uns.
Mass Fusion Tower. Wie laufen wir denn da am besten? Gar nicht. Ne? Das ist ziemlich weit. Habe ich hier oben schon irgendetwas entdeckt? Könnte ich denn hierhin reisen? Auch noch nicht. Lexington, wir könnten über die Autobahn laufen. Okay, das müssen wir uns dann mal angucken. Wie wir hier hinkommen. Das würde ich im Stream machen. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause und versuche meine Sachen vorzubereiten für den Stream. Bis ihr da vielleicht mit genug Watt X und Power Rüstung oder so. Das heißt, erstmal laufen wir zu Fuß hin. Und wenn wir es entdeckt haben, dass wir dann schnell reisen können, dann kommen wir mit der Power Rüstung wieder. Das ist mein Plan. Okay, ich hoffe, ich sehe euch nachher um 19 Uhr und ja, bis dann. Ich würde mich freuen. Tschüss.